Rezension über die beste Schlafmaske der Welt. Also ich habe wirklich schon 40, 50 Schlafmasken ausprobiert. Die meisten natürlich aus dem Low-Budget-Bereich, aber auch viele etwas preisintensivere. Über die vergangenen Jahrzehnte kann ich schon sagen. Und es gibt wirklich keine einzige, die vergleichbar mit dieser Maske ist. Absolut keine. Ich habe schon mal eine Rezension darüber geschrieben, allerdings schriftlich. Ich möchte es nochmal per Video machen, damit man auch genau weiß, warum diese Maske wirklich die beste ist. Die Schlafmaske für mich ist aus dem Grunde wichtig, dass ich auch, wenn alles taghell ist, die komplette Dunkelheit habe. Und das ist das aller wichtigste Argument bei einer Schlafmaske. Und das ist bei der Schlafmaske als absolut einzige, die ich kenne, wirklich der Fall. Zu 100% schwarz. Das liegt daran, erstmal das Material ist relativ dick, aber soll wohl atmungsaktiv sein, dazu komme ich noch später. Auf jeden Fall hat die Maske hier so richtig dicke Wulste, ganz weich sind die. Das Material ist so eine Art Schaumstoff und die graben sich halt direkt hier richtig schön tief ein. Und dadurch, dass sie aus Schaumstoff sind und relativ leicht nachgeben, passen die sich wunderbar dem Gesicht an. Und das liegt dann hier über der Nase und das ist dann wirklich 100% blickdicht. Das findet ihr, also ich habe es auf keiner anderen Schlafmaske dieser Welt gefunden, mit dieser Schlafmaske. Sie ist natürlich etwas teurer, aber wer Wert drauf legt, dass wirklich komplett dunkel ist, kommt an der Maske nicht vorbei. Ja, zumachen, ganz normal, ist wie halt normal, da gibt es nichts Besonderes zu sagen. Das einzige Negative an dem ist, im Sommer, wenn es sehr heiß ist, schwitze ich sehr viel. Und wenn ich schwitze unter der Maske, dann atmungsaktiv ist nicht so. Also der Schweiß bleibt dann auf der Stirn, zwischen Stirn und Maske und muss dann, weil mir was persönlich sehr unangenehm, die Maske runternehmen und eine neue Maske drauf machen. Ich habe mehrere von den Masken, weil sie einfach die besten sind. Und ja, entsprechend, das ist der einzige Nachteil. Das passiert aber wirklich nur im Sommer, wenn es richtig, richtig heiß ist, wenn man ohne Decke, ohne alles schläft, dann passiert das. Im Winter und Herbst und Frühling ist mir persönlich dasselbe noch nicht passiert. Und das wäre der einzige kleine Nachteil. Deswegen jetzt 4 Sterne zu geben, halte ich für totalen Blödsinn, weil das wirklich die allerbeste Maske ist, die man sich vorstellen kann, weil sie zu 100% blickdicht ist. Daher 5 Sterne und wirklich absolute Kaufempfehlung. Spart euch alle anderen Masken. Das ist die einzige Ware.